für uns, Premium-Ausbildung zu betreiben. Ich fange mal mit Tue Gutes und sprich auch drüber, mit dem Bildungspreis an. In den letzten zwei Jahren hat ThyssenKrupp Steel den Bildungspreis gewonnen, den Bildungspreis für Talentmanagement. Ein Gremium geht jedes Jahr, da waren 120 Unternehmen, die sich beworben haben, viele, viele große Unternehmen. Im Rahmen von Talentmanagement, wo geschaut wird, wie wird Ausbildung durchgeführt, das ganze Thema Personalentwicklung, das ganze Thema Recruiting etc., das wird alles hinterfragt etc. Und da haben wir 2013 und jetzt auch 2014 den Bildungspreis gewonnen. Also unser Anspruch, Premium-Ausbilder zu sein, ist natürlich dadurch ein Stück weit bestätigt, aber nichtsdestotrotz, die Nachhaltigkeit ist das Wichtigste. Was steht hier? Betriebliche Gesundheitsförderung. Wir investieren für die Auszubildenden sehr viel in die betriebliche Gesundheitsförderung. Gesundheitsschichten. Die Auszubildenden bekommen die Möglichkeit, im Rahmen ihrer Ausbildung eine komplette Gesundheitsschicht mal daran teilzunehmen. Das Thema gesunde Ernährung, Sport, Fitness, ja. Meistertechniker oder Experten an der Anlage. Und die nehmen die Auszubildenden an, ja, und kümmern sich auch um die. Und das sind für uns, ich sag mal, die Ansprechpartner in den Betrieben. Natürlich die Führungskräfte, Fachkoordinatoren, der alte Abteilungsleiter, also meine Fachkoordinatoren. Ich habe zwei Fachkoordinatoren, eines für den Bereich Metall und der andere für den Bereich Elektrotechnik zuständig und der andere für den Bereich Kaufmännisch zuständig. Ja, die Fachkoordinatoren natürlich auch haben auf ihrer Ebene wieder eine Vorbildfunktion.